Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Go auf dem Kisedo Go Server. Mein Gegner spielt hier als zweiter Kyo mit Weiß, ich aktuell mit diesem Account als dritter Kyo. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich beginne mit Hoshi in der Ecke und mein Gegner spielt hier diesen Komoku. Ich mache weiter mit Komoku und wie reagiert mein Gegner? Mit Hoshi. Okay. Ja, dann kann ich von der Seite aus Kemagakari spielen. Ich glaube, das macht Sinn. Tauche ein Stück in die Ecke hinein. Erwarte, dass mein Gegner blockt. Denn die andere Variante wäre wahrscheinlich zu gut, mich da reinspielen zu lassen. Okay. Wenn mein Gegner hier diese Shimari spielt, möchte ich nicht, dass er die Ausdehnung noch dazu bekommt. Er wird jetzt hier spielen, denn umgekehrt gilt natürlich auch, dass er nicht möchte, dass ich ohne weiteres die Ausdehnung und die Ecke bekomme. Erwarte, dass er jetzt hier rausgeht. Okay, er geht da rein. Ja, dann hole ich mir noch ein Stück von der Ecke. Erwarte, dass er jetzt hier eine Ausdehnung über zwei Punkte spielt. Von mir aus auch. Hoch. Der ist zu langsam. Hole ich mir hier das Shimari. Dann wäre das groß. Denn das macht ja für ihn kaum Sinn, hier den zu verlieren. Und wo sind die großen Züge? Das alles ein bisschen flach. Ich glaube, der gefällt mir gut, weil er hier Druck ausübt. Ich denke, mein Gegner wird die Zange spielen. Genau, es wäre nicht gut für ihn, mich einfach so siedeln zu lassen. Ich springe raus. Und versuche, um die Gruppe rumzukommen. Am besten so eine Bucht hier zu öffnen. Das sind lauter Kämer. Die kann man natürlich trennen, ist mir auch bewusst. Andererseits habe ich auch Züge hier, um meinen Gegner so ein bisschen in die Defensive zu zwingen. Ich lasse nicht zu, dass die Ecke durchlässig wird, also dieser Kämer durchlässig wird. Jetzt wird natürlich dieser Zug interessant. So ein Cap, ein Boshi. Okay, mein Gegner gibt sich Mühe, mich hier zu trennen. Was machen wir? Angenommen. Er verlängert, ich spiele das. Er geht hoch. Treppe.
Läuft für mich. Okay, probieren wir das. Wie am besten? Ich glaube, den zuerst. Genau, dann den. Dann kommt der. Der. Der ist wichtig. Droht hier ein Auge zu machen. Dann kommt das. Okay. Ja, dieser Zug von Schwarz macht die ganze Sache viel zu kompliziert. Häufig ist es so, dass man wirklich das Atari checken sollte. Schauen wir uns nämlich mal an, was alternativ passiert wäre bei diesem Atari. Das liegt ja auf der Hand, dass man sich versucht, mit dem Atari zu befreien. Angenommen, Weiß gibt nicht sofort auf. Könnte man nochmal verlängern? Denn Weiß hat keine andere Möglichkeit, als hier zu spielen. Er wird die 4 nicht verlieren wollen. Er kann das nicht machen. Führt sofort zu Atari und dann Capturing. Das bedeutet, er wird nach diesem Zug verlängern. Okay, damit sind die hier erstmal aus dem Schneider. Aber wenn jetzt hier das Atari kommt, Weiß verlängert, Schwarz verlängert, Weiß verbindet, Schwarz gibt nochmal Atari, dann sieht man, dass diese Weißen hier nicht wegkommen. Und das wäre ein ziemlicher Erfolg hier für diese Gruppe, also für diese Gruppe. Selbst wenn jetzt Weiß sowas macht, es sind diese 3 Steine irrelevant, wenn man die alle gefangen hätte und hier eine Gruppe etabliert hätte. Also das wäre schon eine feine Sache.
Habe ich aber in der Partie nicht gesehen, wie es so häufig ist, dass man Probleme, die eigentlich eher fünfter, sechster Kio sind, in der Partie dann nicht sieht, weil man mit der Aufmerksamkeit woanders ist. Ja, schade, schade. Hier geht es jedenfalls weiter. Kann man das noch irgendwie nutzen? Mal schauen. Atari. Atari. Ich gehe mal hier weiter. Okay. Gehen wir hier weiter. Mach mal den Start hier. Er geht hier rein. Okay. Weiter geht's hier. Ich glaube nicht, dass das so groß ist. Ich glaube, dass das hier größer ist alles.
Dann geht's hier weiter. Atari. Er wird verlängern. Oh, okay. Angenommen, er geht da rein. Mache ich den? Ja, das ist zu heikel. Er wird Atari geben, um zu verbinden, könnte ich mir vorstellen. Gut, also er hat hier eine gute Verbindung. Dagegen kann ich im Moment auch noch nicht viel tun. Gut, er trennt mich hier. Ich drohe hier weiterzugehen. Okay, ich muss mit der raus. Ja, und habe jetzt das Problem, dass eine schwache Gruppe, die leicht anzugreifen ist. Angenommen, ich mache den. Er wirft rein, habe ich noch nicht mal ein Auge. Gut, ich gehe weiter raus. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber
Also hier kommt erstmal der Turn. Um dieses Gebiet zu entwerten. Jetzt gehe ich hier rein. Cutting Points. Gut, nächste ist die Drohung, hier reinzugehen. Dann dieses Gebiet hier weiter entwerten. Atari. Ah, nee. Okay, kurz nachdenken. Wie läuft das? Er geht runter. Er geht hier eins weiter.
Ja, ich glaube, so funktioniert's. Ja, so ein schöner Erfolg, würde ich sagen. Jetzt habe ich ja noch die Option, hier zu fangen. Der erscheint mir wichtig. Drohung, hier die zu fangen. Okay. Honey. Sichern, dass wir hier ein Auge haben. Mal schauen, was er macht mit all den Cutting Points. Er kann verbinden. Tak, 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 tak. Ja, schauen wir uns nochmal diesen Zug an. Damit sagt Weiß, dass er die Gruppe A töten will oder zumindest diese Option in die Richtung geht halt. Und die vier Steine zu schützen auf B würde einfach nur bedeuten, dass die ganze Gruppe stirbt, denn wenn Weiß dann auf C die Verbindung unterbricht, dann haben die Steine hier nur dieses eine Auge. Geht also nicht. Aus dem Grund bin ich rausgegangen, um die Verbindung sicherzustellen. Und das ist ein interessanter Punkt in der Partie. Also Weiß hat eine solide Führung. Die wird so, ich würde schätzen, so um 20 Punkte wird die liegen, also diese Führung. Und was Weiß jetzt
eigentlich nur machen muss, und bei seinen taktischen Fähigkeiten als zweiter Kyo sollte ihm das auch gelingen. Er muss eigentlich nur noch große Endspielzüge finden und bringt die Sache nach Hause, insbesondere weil er ja Drohmittel hier noch hat. Also wie lebendig ist diese Gruppe A hier? Und die Gruppe B ist ja ohnehin gefangen, da muss man sich keine Sorgen mehr machen. Es gibt Reduktionsmöglichkeiten hier noch. Also das ist eigentlich für Weiß eine gewonnene Partie. Schauen wir uns mal an, wie es weiterläuft. Ich gehe weiter. Was macht er? Er geht mit oder was? Ich glaube, das ist der richtige. Ja, hier kommt ein erster großer Fehler von Weiß. Er hätte einfach auf A verbinden sollen. Natürlich wäre es dann so gewesen, dass Weiß die Option verloren hätte, die zu töten. Weil Schwarz geht rein, die Verbindung hier ist sicher, die verbinden sich mit denen, alles okay. Aber im Sinne einer gewonnenen Partie ist jetzt eigentlich nicht mehr zu sehen, wie Weiß die Partie noch verlieren sollte, denn er liegt mit bestimmt 25 Punkten vorn und man kann davon ausgehen, dass er als zweiter Kyo ein gutes Endspiel macht. Also er riskiert mit diesem Zug eine Komplikation, die strategisch eigentlich nur dann Sinn macht, wenn er zurückliegt. Warum sollte ich ein Spiel kompliziert machen, wenn ich vorn liege? Das macht keinen Sinn, außer ich bin besessen davon, etwas zu töten. Ich habe dafür Verständnis. Er will jetzt diese Gruppe auf jeden Fall trennen. Ja, er will die Gruppe A um jeden Preis trennen. Das heißt, er versucht sich jetzt hier durchzuschlingeln, die Connection zu verhindern. Oder zumindest, wenn ihm das nicht gelingt, durch dieses Hineinfräsen hier so viel Schaden anzurichten, dass er auf jeden Fall siegt. Aber er ist ja bereits vorn. Also es macht keinen Sinn. Und ja, jetzt kann man gespannt sein, wie dieses Experiment für Weiß ausgeht. Okay. Macht er jetzt, geht er jetzt hier lang? Nee, das kann er doch eigentlich kaum tun.
Bleibe ich dran, oder? Gut, er will hier siedeln, sagt er. Sollten wir das machen? Dann kommt das. Ich glaube, ich spiele das. So, und das ist ja nach wie vor ein Thema. Gut, okay, er macht den. Ich überlege, ob ich den zuerst machen soll. Oder ob ich einfach die Verbindung gewährleisten sollte. Er will die um jeden Preis trennen, sehe ich. Genau, das ist sein Ziel. Sollte ich nicht das machen? Kompliziert. Ich glaube, ich darf die Verbindung nicht unterbrechen. Ich mache den. Okay.
Angenommen, er macht den. Fangen wir erstmal, ich glaube, damit an. Der hier ist gut. Angenommen, ich mache den. Nee, es gibt ja eigentlich keine Veranlassung, den zu machen. Okay, der bleibt mir immer noch für eine Anbindung. Und jetzt kommt der. Er verbindet hier. Okay. So, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo sich Weiß mit dieser gesamten Initiative hier drin darauf festlegt, die irgendwie nach außen zu bringen, hier vielleicht eine Verbindung zu schaffen zu denen, denn es sind mittlerweile so viele Kollateralschäden entstanden. Sollten all die weißen Steine gefangen werden, kann Weiß nicht mehr gewinnen. Sollte es gelingen, dass, also sollte es Schwarz gelingen, hier noch einzudringen und das klein zu hauen, wird es ebenfalls sehr schwer für Weiß zu gewinnen. Und das alles, das ist halt der interessante psychologische Aspekt bei der ganzen Sache, aus einer fehlgeleiteten Strategie heraus zu sagen, ich will die unbedingt killen. Ich bringe die hier drin in irgendeiner Form zum Leben, kille die und mach was daraus, obwohl Weiß vorn lag. Also das ist halt echt eine gute Lehrstunde für uns immer wieder zu checken, liegen wir vorn und wenn wir vorn liegen, bedeutet das ja nicht automatisch, wir sollten passiv spielen. Er kann ja aktiv Vorhände suchen, reduzieren und so weiter. Aber alles auf eine Karte zu setzen, macht rein von der Idee her, dass man eine Partie gewinnen will und sich ja nach Hause bringen will, keinen Sinn.
gut, wenn er den macht, mache ich den. Und wenn er den spielt, spiele ich den, würde ich sagen. Er spielt das, ja, oder was macht er? Er macht den, ich mache den. Genau, ich spiele. Den zuerst, oder? Achso, ich habe ja hier sogar noch eine Freiheit. Wenn er verbindet, gehe ich rein. Richtig gezählt? 1, 2, 3, genau. Worauf spekuliert er, wenn ich hier den spiele? Ja, ich muss jetzt hier aktiv werden. Ich mache das. Er versucht, die hier hinten irgendwie abzukochen. Angenommen, er spielt den, ich mache den. Fein. Jetzt hole ich mir den, oder? Oder ist das sogar noch besser? Ich glaube, das ist sogar noch besser.
Instinktiv der. Okay. Er versucht hier eine Enge an Freiheiten zu erzeugen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann hat er ein Co auf einmal. Dass der Knackpunkt und Schwachpunkt ist der hier. Wenn er hier irgendwas mitmacht. Okay. Haben wir das? Er kann mich so zusammenquetschen, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Er droht mich zu trennen, aber das ist ja keine Drohung. Das ist ja alles völlig okay. Hensch gab auf, okay. So, und hier sehen wir das Ergebnis. Die weißen Steine auch rechts oben in der Ecke sind gefangen. Punktstand wäre 36 Punkte für Schwarz. Und der Effekt dieser Strategie war, dass sich Schwarz aus eigentlich einem verlorenen Spiel wieder aufrappeln konnte. Jetzt ist natürlich häufig so, dass Spielverläufe nicht so linear ablaufen. Also es ist klar, dass das immer mal wieder umschlägt. Aber ich finde schon, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir uns immer wieder vergewissern sollten, wie eigentlich der Stand der Punkte ist. Denn darauf bestehen eben auch die Profis, dass der Spielstand die Strategie leiten sollte. Das heißt, wenn ich vorn liege, spiele ich solide und gehe keine verrückten Risiken ein. Ja, war eine schöne Partie. Ich hoffe, ihr fand es so spannend wie ich und würde mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.